Ein fruchtiges Willkommen zurück zum diesjährigen Nitrado Minecraft Winter Event. Ja, beim letzten Mal haben wir uns ja das Reittier Flocke besorgt, haben dann die Arena besucht und das Kino da drüben. Und in dieser Folge wollte ich gerne weitere Erfolge aus diesem Buch hier abarbeiten. Das bedeutet, so ein paar Sachen einfach mal besuchen, die ich aus dem Kopf noch weiß. Und ich hatte hier vor der Arena noch einen Keks gefunden. Deswegen sind wir jetzt bei 20 Keksen, nicht mehr bei 19, wie am Ende der letzten Folge. Gut, mal schauen, wie viele Sachen wir finden. Wir hatten ja schon beim letzten Mal am Ende da unten irgendwo das Bowling Center gesehen. Da wollen wir jetzt als nächstes hin eine Runde Bowling spielen. Werde ich jetzt am ersten Weihnachtstag, also morgen, auch machen. Beziehungsweise heute, wenn die Folge rauskommt. Mal schauen, wie es läuft. Ich habe ja immer noch so ein bisschen geschwollenen Finger. Ich hoffe, ich bleibe nicht in der Kugel stecken. Das wäre, glaube ich, nicht so lustig. Und einfach mal rein hier und einen Strike werfen. Yeah. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch Kekse gibt. Wir gucken einfach mal. Nö, sieht nicht danach aus. Sieht wirklich nicht danach aus. In den Gebäuden sind sie, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen sparsamer mit den Keksen. Müssen wir mal ein bisschen mehr auf der Straße schauen. Wir können ja nochmal trotzdem hier lang gehen. Da ist nichts, nichts, nichts. Gut. Dann wieder raus hier. Und gegenüber ist ja schon das Rathaus, glaube ich, ist das. Da können wir dann gleich mal reingehen und gucken, was da so ist. Aber erstmal schauen wir, ob wir hier noch irgendwo einen Weihnachtskeks finden. Nö. Ich suche jetzt nicht die ganze Zeit nur nach Weihnachtskeksen, sondern wir nehmen die einfach mit unterwegs, die wir finden. Ich weiß gar nicht, ob's... Was zur Hölle war das? Was zur Hölle war das? Okay, das klang ein bisschen nach einem fallenden Amboss. Aber warum? Ich weiß gar nicht, ob man das in der Aufnahme gehört hat, aber das hat sich gerade echt so angehört, als wenn da ein Amboss runtergefallen ist. Und das ist gar kein Rathaus, das ist eine von den Kirchen. Ha! Und wie gut, dass wir alle Kirchen einmal besuchen müssen. Aber auch hier ist kein Weihnachtskeks. Deswegen, ja, können wir gleich wieder raus. Zumindest sehe ich nichts. Und ich sehe einen Keks. Sammel den Keks ein. Das Pferdchen ist zu dick, möchte ich jetzt nicht sagen. Dann verletze ich die Gefühle von dem Pferd. Aber es sollte ein bisschen weniger essen. So, jetzt können wir mal in Richtung Süden gehen, weil da sind auch so ein paar Sachen, die wir abarbeiten können. Die Häuser sind teilweise auch echt cool geschmückt worden. Und ja, hier müsste dann irgendwo, wenn ich in die richtige Richtung gehe, dann auch die Universität sein. Ich weiß gar nicht, ob es da diesmal einen Erfolg gibt. Aber da ist zum Beispiel der Zoo. Da ist die Uni mit einem riesen Weihnachtsschlitten auf dem Dach. Wie cool. Wir gehen aber erstmal in den Zoo. Und da ist auch noch so ein komisches Gebäude. Ja, wir werden in dieser Folge so viele Erfolge abarbeiten. Wieder die coolen Pinguine hier und so. Winterfell. Ja. Gib mir den Keks. Ich möchte den Keks haben. Die hat den Keks einfach aufgehoben. Das geht ja mal gar nicht. So. Ja. Ich habe jetzt gedacht, hier finden wir gleich irgendwo am Anfang wieder einen Keks. Aber nö. Doch. Da. Haben wir einen. Gut. Dann können wir jetzt mal in das Gebäude da drüben reingehen. Hier unten sind ja noch einige Sachen. Ich weiß gar nicht, was das hier war. Aber da stehen auf jeden Fall irgendwelche Leute mit Bogenschützen. Gut. Irgend so einen Waffenrüstungsladen. Das ist das Minecraft Museum. Und da ist ein Keks. Ich weiß gar nicht, ob wir hier rein müssen. Ich habe was vom Museum gelesen. Ich weiß nur nicht, welches wir besuchen müssen.
Naja, ich würde sagen, erstmal wieder ruhig. Und wir gehen jetzt hier eine Runde rum und dann zur Uni. Denn hier sind noch mehr Sachen, die man abklappern kann. Hier ist nämlich noch zum einen der Ilder. Ich weiß nicht, ob der dieses Jahr auch dabei ist, aber ich vermute es einfach mal, der ist jedes Mal dabei. Und da ist ein Riesenrad. Seit wann ist da ein Riesenrad? Was ist da? Wie cool, das ist ein Weihnachtsmarkt oder so. Weihnachtseinkauf. Gibt 1 Cent. Ist jetzt nicht so mega spektakulär, aber immerhin 1 Cent. Da ist ein Weihnachtsmarkt oder so. Ist ja cool. So, einmal in den Kindergarten, falls da was ist. Nö, Kindergarten ist dieses Jahr nicht mit dabei. Aber da hinten sollte eigentlich noch das Rathaus sein, genau. Das kennen wir ja auch noch sehr, sehr gut. Ach, wie cool. Oh, hier ist ein kleiner Weihnachtsmarkt. Das ist ja auch cool. Gibt es alles Mögliche zu kaufen. Sogar mit den ganzen Händlern hier finde ich richtig cool gemacht, dass hier auch Leute rumstehen. Ja, wie cool. Und die Polizeiwachen, die mich einfach ignorieren. Rate mal, wo ich jetzt bin. Im Rathaus. Tja. So, ist hier ein Weihnachtskeks? Ja. Gut. Erste Schritte. War wahrscheinlich ein Erfolg, weil wir so und so viele Schritte gemacht haben. Die gibt es ja auch immer. Ist hier drüben eigentlich noch dieser komische Schmied? Hier war doch dieser Schmied, der uns letztes Mal die Rüstung gemacht hat. Ja, der hat nur einen Keks. Ziemlich trocken ohne Milch. Deswegen gehen wir jetzt ein paar Kühe suchen. So, wir gehen jetzt mal hier unten lang. Hier war ja letztes Jahr der Platz, wo die ganzen Zelte waren im Sommer-Event, wo quasi die ganzen Flüchtlinge untergebracht wurden. Und dieses Jahr ist hier ein richtig cooler Weihnachtsmarkt. Boah, mit einer Eislaufbahn. Ist ja cool. Und da ist auch ein Keks drauf. Ja, wie cool. Richtig schöner Weihnachtsmarkt mit Eislaufbahn. Ich war ewig nicht mehr Eislaufen. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist. Was ist das hier? Ach, eine Tribüne. Hier hinten geht es noch weiter. Wie schnell sich hier die Bäume vermehrt haben, ist zwar auch ein bisschen seltsam, aber ja, mal gucken. Ein riesengroßer Weihnachtsmann mit einem Geschenk. Der ist auch nur 1 zu 1 kopiert von irgendwo anders. Den habe ich schon mal gesehen. Der stand auf der alten Weihnachtskarte auf dem einen Weihnachtsmarkt. Da stand auch das Riesenrad und die anderen Sachen. Ja. Und auch der Weihnachtsbaumverkauf. Aber natürlich wäre das ein Heidenaufwand, das jedes Mal komplett alles neu zu machen. Ich finde es ja schon cool, dass sie hier wieder was geändert haben an der Karte. Und ja, hier überall schöne Sachen aufgebaut haben. Gibt es hier irgendwo noch Kekse? Ich weiß es nicht. Gut, ich wollte nochmal in das Gebäude rein, wenn wir da irgendwie reinkommen. Im Zoo waren wir und hier ist nämlich die Börse, müsste das sein. Ich bin mir gar nicht sicher, was das ist. Ein großes Haus auf jeden Fall. Nö, ist nicht die Börse. Einfach nur ein großes Haus. Da ist kein Keks, da ist auch kein Keks. Kuchen. Ja, gut. Scheint hier nichts wirklich zu sein. Hier ist auch keiner dran. Nö, das wundert mich jetzt. Gott, ach, hier ist ja sogar noch das ganze Flüchtlingslager. Das ist ja sogar noch da.
Oh, kalte Zelte. Alles eingeschneit. Das ist bestimmt richtig kalt. Und in so einem Moment tun mir dann die Flüchtlinge auch richtig weh. Oder leid tun sie mir. Weh tun sie mir ja nicht. Sie schlagen mich ja nicht. Ich glaube, NPS ist eine der Banken. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber trotzdem bin ich da gerade mal reingegangen. Gut. Und ich weiß mindestens noch zwei Orte, die hier in der Nähe sind, wo wir jetzt erstmal hingehen. Und hier ist auch... Wow, schöner Strand. Aber alles verlassen. Denn es ist Winter. Ja. Könnte echt kalt werden in den Zelten. Vor allem, wenn wir dann irgendwie Minusgrade bekommen oder so. Weil der Winter hat ja erst angefangen. Ich glaube, wir haben jetzt 4 Tage Winter. Und hier ist auf jeden Fall die Messe. Oh, da spielen die Kinder. Wie cool. Fall da bloß nicht runter. Das finde ich auch richtig cool gemacht. Ist die überhaupt offen? Kommt man da rein? Ja. Ja, falsche Saison. Hier konnte man normalerweise alle möglichen Sachen für den Sommer mieten. Zelte und was weiß ich. Aber ja. Irgendwer macht auch gerade die Schneemann-Invasion an der Industriegroßbaustelle. Ich habe nur leider keinen Plan, wo die ist. Deswegen habe ich mich da noch nicht auf den Weg hingemacht. Wir werden jetzt aber rüber zur Uni gehen. Vielleicht finden wir da ja noch irgendwas. Sind hier noch irgendwo Kekse? Nö. Ja, ich bin echt gespannt, wie lange es dauert, überhaupt alles zu finden. Und ich bin gespannt auf die andere Inselhälfte, weil da wurde ja so viel zerstört. Das haben sie ja alles neu aufgebaut. Da wurde ja, oder wird noch aufgebaut. Da bin ich echt gespannt, was da so alles passiert ist. Ja, aber erstmal diese Hälfte hier. Und ich hoffe, ich vergesse jetzt hier nicht unterwegs irgendein Gebäude. Und das scheinen alles nur irgendwelche nicht so interessanten Gebäude zu sein. Aber hier können natürlich trotzdem überall Kekse drin sein. Aber das ist natürlich viel Arbeit, die ganzen Kekse jetzt zu sammeln. Das werde ich dann ein bisschen später machen. Da ist zum Beispiel einer. Nö, ist eine Blume. Das hier ist ein cooles Haus. Überhaupt nicht weihnachtlich, aber sehr cool. Aber ich finde hier auch nirgendwo Kekse. Nicht mal auf der Straße oder so. Da stehen wieder zwei Typen rum. Und da ist die Uni. Das ist die Mensa. Wintersemester. Cool, haben wir gleich schon den Erfolg bekommen. Dann brauchen wir gar nicht weitergehen. Und dann können wir jetzt erstmal an der Uni vorbei. Hier ist auch wieder alles entriegelt. Hier war ja vorher alles gesperrt. Ohne Ende. Wir können auch mal hier reingehen, weil das war früher der alte Weihnachtsspawn. Ich weiß nicht, ob das auch einen Erfolg gibt. Nö, diesmal anscheinend nicht. Ich finde aber nicht einen Keks. Das ist doch nicht normal. Das kann doch echt nicht sein. Gut, hier ist auf jeden Fall ein Auto ins Schlittern gekommen. Ist dagegen gerutscht. Es ist natürlich glatt. Ich wüsste jetzt mal gerne, ob der Geheimgang noch da ist. Hier war nämlich letztes Mal ja ein kleiner Geheimgang. Der ist anscheinend nicht mehr da. Ich glaube, der war genau da in der Lücke. Den haben sie weggemacht. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben noch ein paar Minuten. Mal gucken. Och, hier ist alles zu.
Auf jeden Fall reiten wir jetzt immer weiter Richtung Norden. Da oben sind nämlich auch noch ein paar Sachen. Und da ist ein Keks. Endlich mal wieder. Weil irgendwie finden wir gar nichts an Keksen. Da ist noch einer. Ja, cool. Kaum rede ich davon, finde ich wieder massenweise Kekse. Und ich weiß nicht, ob hier auf diesem Steg wieder irgendwas ist. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr jetzt Weihnachten verbringt. Erfolgerung am Schneepier. Dafür gab es nicht mal Geld. Okay. Doch. So, mein Telefon hat gerade geklingelt. Sorry dafür. Ist denn hier irgendwo ein Weihnachtskeks versteckt? Bestimmt hier unten. Ja, da ist doch einer. So, dann haben wir den gleich auch. Irgendwo hier in der Nähe müssten dann auch das Schwimmbad sein und das Fitnessstudio. Ich glaube, die waren hier oben irgendwo. Aber ich glaube sogar noch ein bisschen höher. Bin mir aber gar nicht sicher gerade. Aber hier ist auch ein Auto rausgefahren. Das finde ich ganz cool gemacht hier mit diesen Schneespuren. Sehr, sehr cool wieder. Ja. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen verlaufen gerade. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich schaue so ein bisschen auf die Dune-Map mal. Und ja. Immer schön fruchtig bleiben. Feiert schön Weihnachten. Schreibt irgendwas in die Kommentare. Und wir sehen uns hoffentlich dann wieder. Bis dann. Ciao.